Weißt du, was dezentes Angeberwissen ist? In meinem Buch Der Jungjäger Guide habe ich diese Technik vorgestellt. Und dabei geht es, Randthemen zu erwähnen zu einer Kernfrage, wo der Prüfer nicht mitrechnet oder wo der Prüfer vielleicht sogar gar nicht kennt. Wenn er dich fragt, wie ist der Aufbau vom Wiederkäuermagen, würden die meisten Prüflinge antworten: Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen. Wenn du diese vier Mägen vorträgst und sagst, und die Magenrinne, dann wird gegebenenfalls der ein oder andere Prüfer sagen: Magenrinne? Ja, erklären Sie mal, was ist denn die Magenrinne? Und wenn du dann erklärst, dass die Magenrinne ein Muskel ist, der verhindert, dass Milch beim säugenden Wild in das Wiederkäuersystem kommt und somit anfängt zu gären, hast du definitiv einen Pluspunkt gesammelt und bestehst die Prüfung. Weitere solcher Tipps findest du in meinem Buch und jetzt viel Spaß beim Lernen.